Unsere Bundesregierung hat eine Untersuchung angestellt, ob die von den Banken erhobenen Zinsen bei Kontoüberziehungen zu hoch sind und hat festgestellt, ja, mit weniger Zinsen würden genauso viele Konten überzogen werden. Dass diese Erkenntnis von der Bundesregierung kommt, kann nur bedeuten, die Bundesregierung hat vor, ihr Konto zu überziehen. Und für die Banken bedeutet das, sie brauchen keine zu hohen Zinsen zu nehmen, weil sie im Bedarfsfalle von der Bundesregierung gerettet würden. Darauf kann man hinweisen, wenn man sich bei der Bank über die Dispozinsen beschwert. Morgen geht's weiter.